Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir müssen jetzt Bilder zurückholen von einer Badenden badenden. Dame. Na gut. Wo man die Meist sich vorher mal anschauen kann, bevor man die zurückgibt. ist sich halt nichts zu schade für Skillpunkte. Nee. Das Buch. Flirty Fishing, Part 1. Ach, ich probiere mal wieder den Bogen aus. Eieiei. Einmal Kettensägen-Action bitte. Oh, Dankeschön. das war jetzt so. Einmal durchschnitzeln. Ach, das ist jemini. So, okay. Finde den Paparazzo. Da will ich nicht hin. Bist du jetzt rübergekommen? Na, wir waren doch gerade eben, hä? Geh doch einfach mal hinter dem Stein da durch und dann kannst du runter. Ja, guck. Hinter dem Hier. Stein. Da, wo rennst du denn hin? Ja, ich Hallo? weiß doch auch nicht, Mann! Ach, den mach da! Meine Güte. Ich muss mein ganzes Munition hier verschießen. Ey, ich habe eine Orientierung wie so ein Grottenolm, Entschuldigung. Was ist denn da hinten? Da brennt was. Okay, das Oh, haben wir gesehen. hättest du nicht einfach brennen lassen können? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Oh shit, ich bin so gut wie tot. Was ist denn da los? Oh ja, danke für den Hinweis. Das ist doch mal hier Action Time angesagt. Zack. Einmal durchsägen. Wo bin ich denn? Hä? Kann es sein, dass hier... Nee, oder? Tatsache! Mach mal deinen Action-Modus Was? an. Ach nee, Was ist ein Quatsch. Nee, das sind Action-Modus? sie. Nein, ich dachte, die Viecher sieht man nur, wenn man einen Action-Modus anhat. Dass die unsichtbar sind. Aber da sehe ich den jetzt gerade. Passt schon. Diese Schwebedinger da. So. Und? Warum ist das passiert? Weil du dein Näschen wieder zu tief irgendwo reingesteckt hast. Schon neugierig. Ja, aber weh, ich guck mal kurz rein. Ja, bei dir spawnen ja immer die Gegner. Ich muss sie mir mal selber holen. Ich will nicht sagen, aber die Map kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Kommt ihr denn her jetzt? Ja, ich will auch. Oh, die sind ja nervig, die blocken ja. Eis, Eis, Baby. Eine kühle Schönheit, oder wie war das? So, Was haben wir hier denn da ist. vorhin? Da ist ja der Paparazzo. Ach, da ist er doch. Ich kann ihn ansprechen jetzt. Wie, der baut hier an seinem Mofa rum. Well, well, aren't you a long way from home? You need some help? I almost got it. Out here almost turned city folk into breakfast. Here, now I can... Ah, looks like you ran into a case of the almost anyway. Oh, crap. Not yet. First your breakfast, then your crop. Ach so, mit, was ist denn jetzt? Ich meine, der Auftrag ist klar, töte alle Gegner. Aber warum tauchen die auf einmal auf? Ist jetzt mal gut? Kaputt. Ich höre noch irgendein Schnarchen. Ja, oder auch nicht. So. Hey, where are you going? I'm
getting the hell out of this crazy place. Before you go, how about handing over the photos you took earlier? No way! I'm pressed, man. You ever heard of freedom of expression? You see a bill of rights around here somewhere? You got some pictures you weren't supposed to get. I'm practicing my art. Oh, that's a good one. Hand them over, Picasso. Fuck you! What the little? Echt jetzt? Tja. Hat der uns geblendet mit seinem Blitz oder was? Ja, ja, der hat uns geblitzt, Dingst. Achso, ne, dann. Aber Blitz. Das sagt dir doch wenigstens was, oder? Natürlich. Ja, bei dir bin ich mir nicht so sicher. Die schwarzen Männer. Ich hab mich versehentlich. Wie komme ich jetzt wieder aus dem Unsichtbarkeitsstatus? Kann ich nicht einfach verschwinden? So. Okay, laufen wir hin, um die Quest abzugeben, damit wir den zweiten Teil kriegen. Ui, ich wünschte, ich hätte gerade. Pass mal auf. Komm mal hier zu dem Larry-Händler hier. Der hat eine super gute Waffe für dich. Ja, warte, ich muss jetzt erstmal. Jetzt machen wir erstmal kurz Questabgabe. Bereit? Ja. Ja, vielleicht kann ich dir jetzt selber kaufen mit der Questabgabe dann. Ja, wer weiß. Oh ja, but it wasn't photos. It was video. Oh dear is right. It's not the only one, and he's got them set up to release to the papers if anything happens to him. So, what do I do? For starters, you find someone else's shoulder to cry on. Later, Gigglepuss. Ach, wir können jetzt auswählen, welche Waffen wir wollen. Wir haben einmal... Ich schon. Ich lese vor. Das Biest ist eine Nahkampfwaffe, sind zwei Handschuhe mit Stacheln dran. Nein. Und das andere ist eine Pistole. Pistole. Finde ich gut. Und es gibt gleich die nächste Nebenquest. Well, well, well. If it isn't my favorite ward on the sphincter of humanity. The tapes. They're haunting me. I didn't think you swung that way. The followers, they keep bringing more. They are being sold in calamity. Can you find them? I don't think that will be much of a challenge. All of them? That might be an issue. You have to. Easy there, Screamy. I'll see what I can do. So. Ich geh nochmal in die andere Welt. Ich will nochmal gucken, ob wir am Larry die Waffe noch kriegt. Die Waffe, die wir dann auswählen können, die könnte dir gefallen. So. Ein Bogen? Nein. Er ist ein Maschinengewehr. Oh, jetzt eine andere Waffe. Was haben wir noch? Oh, eine Karte verkauft auch. So. Und gain stability auto regenerate health. Okay, gekauft. Zu dem Händler hast du gemeint? Zu dem Larry. Der hat einen Raketenwerfer hier. Raketenwerfer. Ui. Sayonara. The last kiss goodbye steht bei mir da. Ja, bei mir steht Sayonara. Das ist toll übersetzt. Toll. Jetzt kommen die Pistolen. Jetzt kommen die Pistolen. Ja, da gibt's eine zum Kaufen, ne? Ja. 30%ige Chance. Die kaufe ich mal. 30%ige Chance, den Gegner in ein Kaninchen zu verwandeln? Mhm. Okay. Ja, will ich die Waffe? Will ich die Waffe? Puh, die ist aber teuer. Die Waffen bleiben ja bestehen, ne? Stimmt. Wie meinst du, die bleiben bestehen? Ja, die bietet er häufig zum Einkaufen, also bietet jetzt immer beim Einkaufen an. Achso. Oh! Die Karte kaufe ich mir auch sofort. Selbstheilung finde ich gut. So, die ist bestimmt. Da. Zack, zack. So. Okay. Nächste Nebenquest. Moment. Machen die große Quest-Session. Ach, soll ich dir was sagen? Die Bazooka, diese Sayonara, gibt's als Quest-Belohnung jetzt. Ah, okay. Ach nee, Quatsch, nein, die gibt's bei der Hauptquest, sehe ich gerade.
Hä? Bei der... Was? Ach, bei der Nebenquest gibt's die auch. Das ist ja lustig. Also entweder ein Raketenwerfer wahrscheinlich oder ein MG666. Triple Sex klingt gut. Ja, weiß ich nicht. Sieht nicht so toll aus, aber gut. Probieren wir unser Glück. Max? Ja, wir machen doch schon. Haben wir ja auch einiges wieder geschafft heute bisher. In der Session, ja. Jeweils nur einen Absturz, das ist doch auch schon mal was. Meine sind wenigstens ganz so krass wie der deine. Das hatte ich jetzt auch das erste Mal, was da passiert ist. So, wo müssen wir hin? Ich joine uns, der Gegner sind da. So, das ist doch mal ein Service. Ja, ich bin 2 Schritte gelaufen und schon sind die Gegner aufgeploppt. Okay, müssen wir hier lang. Achso, wenn der Physiker im Schuss steht, dann ist er wahrscheinlich im Mund gegen Schaden. Was? Ich höre nichts. Achso, Moment. Oh, warum bin ich jetzt schon wieder so schwer verwundet? Weißt du, was ich noch viel zu wenig mache? Diese Tentakel-Scheiße und so ein Zeug. Ja, das mache ich irgendwann dann auch fast gar nicht. Hat man noch so viel andere Sachen zum Spielen? Weißt du, was das Problem bei den Gegnern ist, die immun gegen Kälte sind? Eine Feuerkettensäge können die nicht leiden. Naja. Da schmilzt wohl auch das dickste Eisherz. Ach, du bist so ein Romantiker. Ich sehe was. Ey, ist das doch nicht euer Ernst, oder? Doch, nee. Ich dachte schon, jetzt spawnen schon wieder Gegner bei mir. Hui. Ich hab da irgendwie so einen Rum oder so einen Whisky oder so. Ja, das müssen wir sammeln. Nix da. Zack, einmal spotzen und nochmal. Flatsch. Skillpunkt, oder? Nee. Doch nicht. Was ist das? Ah, Whisky. Und noch einer. Okay. Holen wir uns den nächsten Whisky-Fässer. Ah, du bist da hinten. Dann gehe ich wohl auch dahinter. Whisky. Naja, alles weg. Alles muss raus hier. Weißt du, aber, Mama, das gibt's ja nicht. Die haben da echt nur diese eine Karte ins Spiel implementiert, oder was? Ich glaub's langsam wirklich. Also bei der ersten Session ist mir das nicht aufgefallen, aber da, bei der zweiten dachte ich mir schon, wie kommt mir die Karte zu häufig vor? Ja. Das ist immer die gleiche, es ist so unfassbar. Das ist so ein reines Durchgeschnetzel. Mal ganz ehrlich, wollen wir dann diese Kopfgeldmission machen? Vielleicht die eine oder andere mal mitnehmen, aber keine Ahnung. Also was wir machen könnten ist vielleicht, weil das ist wirklich sehr, also schon sehr eintönig. Dass man vielleicht sagt, wir machen dann eine Session, wo wir wirklich eine Kopfgeldmission nach der anderen runternudeln und veröffentlichen halt die dann quasi als separate Parts. Und wer sie angucken will, kann sie angucken, wer nicht, verpasst nichts. Ja, kann man tun. Weil ich denke, das ist dann schon sehr zäh, wenn... Ja. Neben Quests finde ich noch okay, aber
Kopfgeldmission, dann alles auf der gleichen Map. Das ist im Prinzip nur rumgefarme und gegrinde. So. Da oben sind sie alle. Was machst du da? Bist du der Befehlshaber, Schlangenmann? Was ist das? Huch! Kommt denn der her? Toxic! Ja, da ist mein Schwert. Giftschwert! Ja, Verletzung durch Gift, das finde ich gut. Skillpunkt! Huch! Da ist immer noch einer. Ja, der ist aber auch fix unterwegs. So, jetzt gibt es den in Mehrfachausführung. So, ich sehe da hinten schon einen Marker. Ja, wir brauchen noch zwei Whisky-Fläschchen. Ah, kenn ich von irgendwoher. Die Gegend. Ja, diese Flachmänner halt. Die Flachmänner kennst du? Ja, die kenn ich. Ja, okay. Der Granatwerfer macht keinen Schaden mehr. Oh Gott. Nein, nicht nachladen. Schießen! Wir brauchen schon mal eine. Mensch. Ja, zack. Ja, aber die haben keinen Scharnaps hinterlassen. Das ist doch doof. Ja, dann gehen wir doch gleich zum nächsten. Ziemliche Schnapsidee. Halt. Ice Resist, okay, anderes Schwert. Auch bei mir ploppen sie wieder auf, die blöden Gegner. Merk schon. Ich muss ja zugeben, ich schau gar nicht mehr so häufig, gegen was sie allergisch sind. Naja, oh, ein Fläschchen. Eieieiei. Hoch. Ein Rumgeplatze, was ist denn da los? Also wir brauchen noch eine. Ach, da ist noch eine. Zwei. Okay. Immer noch eine. Wo kommen denn die schon wieder her? Da hinten ist noch was. So, kaputt. Ach, die Kettensäge ist auch immer noch das Schönste. Was ist denn da? Achso, das kann ich auch. So, nun? Oh, das kann ich auch mal wieder machen. Oh ja, ich kann jetzt richtig schön Muni aufnehmen. Jetzt ist die Waffe wieder gut. Allein wenn ich das Geräusch schon höre. Ah, die guten alten Zeiten. Mit meiner Sniper Gatling. Mhm. Hoppala. So. Wir brauchen noch einen bescheuerten Flachmann. Immer noch. Du, da. Ja, es droppt keine. Es droppt einfach keine. Na, vielleicht ist sie ja gerade Prohibition oder sowas. Ah, da ist sie doch. Wir haben's. Okay, wir können zurück. Und wischiwaschi wusch. Ab zu Larry. Hi Larry. Oh Larry, have I got something for you. Hella fucking Luya. Now where the fuck are my tapes, man? Right here.
Just out of curiosity, what are you doing with these? That's a lot of porn, even for you. Actually, I'm gonna set them on fire. Client's orders. What a waste. Like I said, not my call. Well, if you're looking for more kindling, my supplier's in Zilla City. Your supplier? Yeah, he's got hundreds of these things. I guess that stands to reason. Got an address for me? Here, I'll mark it on your map. Sehr freundlich. Ja. Verbrenne die Bänder im Ofen. Wischiwaschi wusch. Natürlich. Da waren wir gerade. Genau. Achso. Das ist halt wirklich exakt wieder die gleiche Stelle. Nee, warte mal. Hä? Moment. Was will das Spiel gerade von mir? Ich beam mich gerade total schräg durch die Gegend. Ich laufe gerade falsch. Ich bin wieder in die andere Welt geschwebt. So. Also verbrennen wir doch den Käse. Und jetzt wieder zurück zum Palast. Es fehlt nur noch Handsome Check. Ja, aber dafür haben wir doch diesen... Ich meine, wo Handsome Check ist, ist auch immer Klappschlapp. Danke. Ich habe gewusst, dass das böse Wort wieder fällt. Ich habe es gewusst. Warte. So, was wollen wir jetzt? Wollen wir jetzt dieses MG666 oder die Bazooka Sayonara? Du hast die Bazooka schon, oder? Nee, aber die interessiert mich auch gar nicht. Wenn, dann kaufe ich sie mir. Okay, wir kaufen das MG. Die MG ist. Ach, guck mal an. Nächste Quest. I have made an important discovery. Hey, that's great to hear. Just don't do it too much. You'll go blind. I watched one of the tapes. Check, please. I skipped the awful parts. Yeah, the dialogue on those things is always terrible. Enough. I found something interesting about my brother. Okay, this is getting weird. Your brother? Zing. The tapes are all watermarked with his seal. Meaning what? Meaning he made them. But that's impossible. He doesn't have any arms, for one thing. I have no idea how he's involved, but I need you to go and speak with him. I live to serve. Oh God. Huch. Sag mal, wie oft stoße ich denn momentan jetzt an dieses blöde Mikro? Ja. Also, du solltest jetzt das neue MGchen haben. Sehr schön. Könnte ich euch auch mal ausrüsten. Einfach mal zum Testen. Wo sind die? Ach da. Hä? Wir haben doch gerade ein Schwert bekommen. Twin Daos. Nein, guck mal in dein Inventar. Du hast jetzt. MG666. Genau. Rambo lässt grüßen. Okay, nächste Nebenmission. Oh, diesmal mal in der Stadt. Oh, die nächste Nahkampfwaffe könnte was werden. Oh, die sieht gut aus.